Im Wasser kann ich loslassen. Der Moment ist gut. Das Wasser ist da für mich. Du, da habe ich letztens jemanden im Wasserhocker gesehen. Dann habe ich mir gedacht, der scheißt nein oder ist Einbrocher. Habe ihm meine Hilfe angeboten. Auch nicht. Dann sage ich, was machst denn da? Sagt's. Eisbaden, Cold Therapy, Wim Hof Methode. Was für eine Scheiße ist das denn bitte? Endlich haben sie wieder einen neuen sinnlosen Wintertrend. Eisbaden. Aber das ist nicht dieses traditionelle Eisbaden vom Fürst Albert in Monaco. Nein, das ist die Wim Hof Methode, Cold Therapy. Also mit anderen Worten, du hockst dich ins eiskalte Wasser rein und frierst. Warum macht man das? Das stärkt das Immunsystem und belebt für den stressigen Tag. Immunsystem? Dass ich nicht lach. Fralli belebt dich das, weil es eiskalt ist. Eine Drumfotzen belebt dich auch. Du, wenn einer gar nichts mehr einfällt mit einer freien Zeit, dann hocken sie sich mitten im Winter ins eiskalte Wasser rein und frieren. Wow! Fralli kostet es eine gewisse Überwindung. Aber mal ganz ehrlich, das kann man schon einmal machen, oder? Also wenn man muss, aber doch nicht freiwillig. Alter, meine Eltern, die haben früher einen Boiler gehabt und da war das warme Wasser grundsätzlich aus. Das war Eisbaden und zwar täglich. Das war Kick genug für den Tag. Da hocke ich mich doch nicht freiwillig in die Brühe da rein. Im Wasser kann ich meine Sorgen und Schmerzen abgeben, mich fokussieren. Ja, im eiskalten Wasser fokussiert sich jeder. Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich. Die Anzahl derer, die ihr Sinnloses im Wasser rumgehocke, nicht auf Facebook posten, ist schwindend gering, oder? Das heißt, man will schon auch wirklich jedem zeigen, was man da für eine krasse Leistung vollbracht hat. Ich habe jetzt sogar eine gesehen, die bietet dafür Kurse an. Online-Kurse! Ist doch nicht dein Ernst, oder? Jetzt mach dich frei und geh endlich in das kalte Wasser. Da, wenn du das Fenster einen Spalt aufmachst, dann jammern's, das zirkt, aber ihr Immunsystem daten's dann im eiskalten Wasser abhärten. Gell? Genau mein Humor. Am merkst du erst einmal, wie gut das unserer Gesellschaft geht. Woanders, da kämpfen sie ums Überleben und frieren Tag und Nacht. Und sie hocken sie ins eiskalte Wasser rein. Zur Stärkung des Immunsystems. Na. Ja, dann mach das doch mal, wenn du so eine große Klappe hast. Kollegin, ich hab doch nicht jahrelang am Eisbach gesurft, Sommer wie Winter, dass ich dann Angst vor diesem kalten Wasser hab. Weil ganz ehrlich, so edgy, wie's ihr glaubt, ist das nämlich auch nicht. Ehrlich, schau her, wie eine heiße Badwanne. Ja, du. Oi, schau her. Ja. Echter Scheißdreck ist. Ha, aber das Immunsystem, gell? Ha, kabumm! Immunsystem! Ich werde nie wieder krank. Was für ein Scheißdreck.